Sache, da sind wir. Herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play Battlefield 4 mit Nachhilfelehrer und Nachhilfelehrerin auf der einen Seite und die anderen beiden heißen Not und Elend. Ist doch super. So, und jetzt entführt mich Rocktox auch noch in die wunderbare Welt der Heidi. Scheiße. Nee, wir sollten eigentlich zurückgehen, weil wir haben gerade wieder B verloren, wenn wir auf unser Minimap schauen. Ja, ich laufe dir halt hinterher, ne? Mhm. Vielleicht schaffen wir ja dann doch irgendwann mal noch eine Deathmatch-Partie. Mhm. Am besten eine Map, die nur so 2 auf 3 Meter groß ist. Oh Mann, ey. Ich hab dich zuerst gesehen. Ja, ich hab zum Glück die Sniper gefunden da draußen. Achso, Mone tot. Mone tot. Ja, Mone hat sich aber die Flagge noch geholt. Nicht ganz. Nicht ganz? Nicht ganz. Mensch, Rocktox, das ist desillusionierend, was du da machst. Sag doch einfach, lüg doch einfach mal, Mensch. Bei Frauen, ja, muss man auch mal lügen. Okay. Besonders, wenn sie eben fragen, ob sie dick sind. Vermerkt ihr das endlich mal? Habt ihr hier rein, ich höre Schrittgeräusche. Oh, komm, der? Was war das denn jetzt? Ah, von hinten! Scheiße! Ja, genau, das war schön. Hurra, ich muss Applaus für Rocktox. Applaus. Ich habe nur leider kein Defi mehr, sonst würde ich dich wiederbeleben. Ach, gar nicht nötig, du weißt doch, wir haben das vereinbart. Ich spiele das Karnickel und du tötest die Schlange. So. Wie war das vorhin mit dem Campen und mit dem Sniper? Ich dachte... Ich bin da oben gestanden. Du hast nur darum zufällig dort gestanden. Ja, ganz zufällig. Das wäre zufällig vorbeigelaufen. Nina, du kennst dich nicht aus. Das muss ich ganz klar sagen. Ja? Er hat nicht gecampt, er hat gelauert. Ah. Das ist ein ganz großer Unterschied. So, jetzt gehen wir nochmal Richtung C. Von hinten schießen ist gar nicht nett. Ina, ich glaube, du bist gerade vor mir. Mhm. Siehst du, ich habe noch eine Sache, die ich dir auch noch erzählen muss. Ja. Hier stehen auch ab und an mal rote Fässer rum, ne? Ja, die kann man töten. Töten! Töte rote Fässer! Nenn mir einen Shooter, in dem es keine roten Fässer gibt. Mone, tötet rote Fässer! Und nenn mir einen Shooter, in dem es keine Kanalisation gibt. Ich bin jetzt im rote Fässer töten Modus. Ey, ich komme mir echt vor wie mein eigener Sohn, ey, wie Luke. Ich hänge total am Rockzipfel vom Rocktox. Hallo, frag mich mal. Und wenn er weggeht, dann kann ich immer nur Mama, Mama schreien. Jetzt bin ich raus, okay. Blöde. Jetzt siehst du, jetzt hat das Erobern aufgehört. Heißt, es sind jetzt genauso viele Gegner da wie Verbündete. Heißt, die zwei sind jetzt hier irgendwo in der Gegend. Das ist nicht gut. Doch, das ist sogar sehr gut. Ja. Wir sehen das nämlich daran, dass unsere Flagge nämlich nicht lädt, in Anführungszeichen. Genau. Da stehen sie! Verdammt! Da sind sie. So. Oh, Rocktox, jetzt habe ich mal kurz auf dich geschossen. Darf ich das? Das ist egal. Ja. Also, solange Teambeschuss nicht an ist, macht mir das nicht. Das weiß ich ja eben nicht, deswegen habe ich ja gefragt. Ja, es ist so, in dem Modus ist kein Problem. So, jetzt haben wir C erobert. Habt ihr gehört, Mädels? Wir haben C erobert. Ich bin völlig normal. Ich drehe gar nicht durch. Ich bin kein Killerspieler. Nein. Völlig Bimbel. Aber ich höre Schrittgeräusche. Wenn du ein bisschen aufpasst, hörst du teilweise auch die Geräusche. Natürlich. Also, ich soll jetzt auch noch hören. Du machst mir Spaß, ey. Alter Falter. Ja. Irgendwie ist das nicht mein Spiel. Da ist wer. Ist das... Oh, Mann, du Sniper-Mensch, du Blöder. Ja, Sniper-Typen finde ich auch voll doof. Ja, oh, nehme ich halt wieder das Maschinengewehr. Ja, das ist so ein, in einem Schuss, das ist so langweilig. Da kann man nicht mal die Zeit, mal wegzulaufen. Finde ich auch. Ne? So männlich ist eigentlich mal Maschinengewehr und so. Ja, gut. Aber das Schöne an Battlefield ist auch, dass du ein ganzes Match eigentlich auch punktemäßig gewinnen kannst, wenn du niemanden abschießt. Er hat mich gemessert und getreten davor. Manno. Getreten? Ja. Mit Ansage? Ich habe noch seine Stiefel gesehen und dann war aus die Maus. Hey, das Rocktox, jetzt mach mal. Ich will jetzt hier Gemetzel, Massaker will ich. Ach, Mann, jetzt hätte ich es aber fast erwischt gerade. Mann. Ja, ist auch ganz, also es ist auch, ich habe nicht die optimalen Bedingungen hier im Raum. Bei uns ist es sehr kalt. Ja. Also es ist nicht nur, es laggt nicht nur dauernd, es ist auch sehr kalt und ja, und außerdem unsere Mäuse sind kaputt und die Tastatur ist alt und der dann abgelenkt. Ja, alles alt. Jetzt hatte ich aber gerade das Gefühl, dass ich fast theoretisch eventuell fast schon eine Chance gehabt hätte, eventuell. Na, das ist ja schon mehr als ich. Aber weißt du was? Ich hole mir jetzt ein Erfolgserlebnis und zwar... Ein Eis. Nein, ein Fass.
Dann hole ich mir ein Bier als Erfolg. Oh, ja. Schön. Du, ne? Was war das? Muss mal ein bisschen Munition abladen. Ich treffe irgendwie nichts. Ja, das heißt nicht die ganze Zeit dauervoll, das heißt schießen, kurz aufhören, wieder zielen, schießen. Ich hab mich aber so erschrocken. Ja, du musst da Ruhe bewahren. Glaub ich das mach. Ja, toll. Zack, 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 zack. Also immer versuchen, kurze, kontrollierte Feuerstöße abzuführen. Oller Angeber, oller Streber. Ach nee, du bist ja der Lehrer. Ja eben, ich wollte es gerade sagen, jetzt beleidigst du ihn auch noch dafür, dass er so gut ist. Und was schön am MG, du kannst auch einfach mal Deckungsfeuer machen. Das ist so vor allem Frustabbauen richtig cool. Ich glaube, wir machen da. Der Plan war anders. Eigentlich sollte es ein Battlefield 4 mit Nachhilfelehrer werden. Ich glaube, es wird einfach eine Dokumentation über Rock Talks und ich filme die ganze Zeit. Ach du, aufpassen. Ja, habe ich doch schon gesehen. Habe ich einen Rock Talks erwischt? Ja. Habe ich einen Rock Talks erwischt? Ja. Boah, das sind gleich 1000 Punkte. Habe ich auch jemanden erwischt? Habe ich auch jemanden erwischt? Bin ich auch gerade erwischt worden? Bin ich auch gerade erwischt worden? Du bist gerade gestorben. Ich hab sie umlaufen und hab sie gekillt. Hab ich vorher jemanden erwischt? Du bist ein toller Schüler. Oh, danke. Da, Frieda. Da. Oh, fuck. Und schon ist man wieder erledigt. Ah ja. Sind sie die zwei Penner. Ich weiß immer noch nicht, ob ich gerade jemanden getroffen habe oder nicht. Doch, du hast mich erledigt. Dann bist du zurückgekommen. Und hast dich gerecht. Nee, die Pina war das dann. Aber ich habe euch zuerst irgendwie und sie... Also das war jetzt ganz lustig, muss ich sagen. Ach ja, war das lustig? Ich fand's nicht lustig. Doch. Lustig ist nur, wenn ich mal Erfolg habe. Ach so. Aber du hast doch mich erschossen. Ist doch ein toller Erfolg. Naja. Na also. Ist jetzt so tun, als könnte ich nichts oder was? Das gibt noch Ärger, mein Freund. Ich sehe schon, wir können gleich mal den Scheidungsanwalt rufen. Das war schön. Die aus Hollywood, ja. Die habe ich gestern gesehen, die soll voll toll sein. Ja, ich habe gerade nur Biene mit dem Raketenwerfer weggeholt. Ich habe mit dem Granatwerfer zurückgeschlagen. Schaut so ein bisschen teilweise hier aus wie in so einem Schlachterhaus. Schon ein bisschen eklig. Das ist eigentlich. Geht die Musik an? Ja, es ist gleich vorbei und da ist noch wer. Lalalalala. Autos. Oh. Wieso haben wir immer null? Das gibt's doch gar nicht. Ja, weil er alle Tickets also verloren hat. Dann genau, wenn alle eingenommen sind, alle Flaggen eingenommen sind, die nicht uns gehören, also wenn die einnehmen, dann verlieren wir automatisch immer Tickets. Das so, irgendwann sag ich ja. Deathmatch. Ja, jetzt machen wir eine Runde Deathmatch. Mhm. Kannst du das einrichten, Herr Lehrer? Ja, ich versuch's schnell. Einen Moment. So, wir sind zurück. Not und Elend und die zwei Lehrer. Und jetzt spielen wir eine Runde Team Deathmatch. Und wir haben die Teams gewechselt, ne? Ja. Rock genau. Talk, sag mal, was läuft. Genau, es läuft Team Deathmatch auf, ich weiß immer nie, wie die Map heißt. Irgendwas mit Shanghai, ich glaube Belagerung auf Shanghai oder so. Das ist die Map, wo das Hochhaus einstürzt, was man sicher schon mal in dem Multiplayer-Trailer gesehen hat. Was ich eigentlich wissen wollte, ist, dass ich mit Bina zusammenspiele. Genau. Das ist mein taktischer Trick, dann kann sie mich nicht mehr erschießen. Genau, und ich bin mit dem Superhelden, Superlehrer am Start, das heißt, ich werde nicht mehr sterben. Genau, und ich habe jetzt irgendeine Waffe aufgesammelt. Da liegen immer wieder solche Waffenkisten am Boden, das sieht man auf der Minimap. Und da findet man ganz coole Waffen hin und wieder. So, wo Gott, bist du jetzt, Kollege? Gott. Ich bin der grüne Pfeil auf der Minimap. Nein, bist du nicht, das ist die Biene. Ich hab das durchschaut. Und du hast auch hin und wieder auf der Map jetzt solche Interaktionspunkte wie das hier. Da kannst du dann einfach mal so den Container zumachen oder wieder aufmachen. Oder zum Beispiel solche oder wieder Wände zumachen und wieder aufmachen. Ich werde beschossen. Auf uns wird beschossen, genau. Ich hab ihn gesehen. Gehen. Oder sie. Schieß drauf. Da liegt eine Granate? Ja, zu spät. Habe ich den jetzt getötet oder ist der mich, vorher? Mich. Ich habe dich erwischt, ja? Ja. Ich habe den Defi in der Hand. Ja und? Ist auch gestorben oder was? Ja, weil ich die gerade wiederbelebt das habe. Das ist jetzt ja wohl nicht wahr. Jetzt hat Harry uns beide erledigt. Oh Gott, jetzt habe ich mich von... Bina, hör auf, mich so zu erschrecken. Das kannst du, dich einfach an mir vorbeilaufen, ohne laut zu gehen. Das geht doch so nicht. Ich hab Bina erledigt. Ich hab mich vor Harald geworfen. Ja. Bodyguard ist die. Natürlich, Frenkel, jetzt nachladen. Super Idee. Ah! Na, ich muss dem Rock Talks ja auch eine Chance lassen, ist doch klar. Ist klar. Ja, ja.
So. Wollt jetzt nicht. Jetzt mal wieder heilen. Und Mone, zum Beispiel, hier kann man diese Gitter runterlassen in dem Raum. Muss, zum Beispiel, wenn man jetzt hier zum Interaktionspunkt hingeht, dann gehen die Rollläden zu. Das ist ja witzig. Da schau an. Kommen die Feinde nicht mehr rein. Ich werde auch Skype angeschrieben. Ja, wir sind in so einem Showroom für Autos und da haben wir jetzt einfach mal Sichtfenster runtergemacht. Hilfe! Dina, kannst du aus dieser Information was machen? Du weißt doch bestimmt, wo das ist. Du kannst schnell hingehen und die alle tippen, oder? Da, wo es gerade piept, hörst du? Ja. Da, das ist eine Alarmanlage vom Auto, oder? Ich sage, wir sind in einem Showroom. Ach, Mann, erzählt mir doch, was ihr wollt. Ich bin so schreckhaft. Ich will schon auf scheiß Schaufensterpuppen schießen. Oh, ich gehe lieber mal weg. Jetzt habe ich mich verraten. Ja, ich weiß, wo die Schaufensterpuppe ist. Ah, es gibt so mehrere hier in dem Kaufhaus. Das hat zum Kaufhaus so an sich. Naja, ich habe gehört, Rockbox kann die Schaufensterpuppen nach Geräusch erkennen. Genau, wir melden ihn mal bei Wetten, das an. Irgendwie fühle ich mich sicherer, wenn ich meiner Lehrerin hinterherlaufe. Ja, ist so, ne? Ich hoffe, das ist ein gutes Zeichen. Ich renne mich meistens immer. Was man auf dieser Map auch machen kann, es gibt hier Aufzüge. Damit kann man aufs Dach fahren. Okay. Von dem Ding hier. Bin aber nicht schwindelfrei, ne? Ja, komm mal mit, Mone. Bist denn du da? Ich eile. Genau, komm mal einfach mit. Das sagen die nur so, die gehen ganz woanders hin. Ihr wisst doch gar nicht, wo wir sind. Ich hab das am Tonfall erkannt. Ich wurde gerade beschossen. Dann dreh dich um, geh in Deckung. La 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 la. Mone, weg, da kommt ja, eine Warte. Ja, zu spät, ich verchack's halt nie. Hoppla! Ah! Hat er sie einfach wiederbelebt? Dina, ne? Du Verräterin! Was weiß denn ich, wie wiederbeleben geht? Kannst du noch nicht. Mund-zu-Mund-Beatmung, Schatz. Weh, du machst es bei einer anderen Frau. Nee, das ich habe leider noch nicht. Ich Stärken woanders, Mensch. Ich kann zum Beispiel total gut sterben. Ja, das kann ich auch. Und wegen dem Erschrecken, wenn hier ständig irgendwelches Papier rumfliegt, da erschrecke ich auch und denke, ich müsste draufballern. Rockdops kommt ja zu mir, ich sehe es schon. Quake 2, das war noch zweitens. Ja, Quake war super. Ich war das noch einfach. Druff. Und Counter-Strike fand ich auch. War so easy und simpel. Ach, Little Italy, was vermisse ich das. Das wäre doch mal eine Idee fürs Let's Play. CES mit euch beiden. Also da bin ich auf jeden Fall nicht so eine Lusche wie jetzt hier. Weil da bin ich raus, vor allen Dingen bin ich da raus. Ich werde beschossen, Hilfe! Ich will da durch, lass mich da rein! Ah, wieso bist du da raus? Weil du es blöd findest? Komm mal hinterher. Was denn? Ich hatte jemanden beschossen, deswegen bin ich weggerannt. Wegrennen kann ich auch ziemlich gut, glaube ich. Meint jetzt wegen Counter-Strike, findest du es doof? Ja, Counter-Strike, kannst mich... Nee, kannst mich jagen. Ja, aber da macht Deathmatch wirklich Spaß. Ja, dann musst du dir einen Channel aufmachen, einen eigenen. Ach, du hast ja einen. Ja. Bina? Mhm? Tür auf. Von dem Aufzug. Ich weiß es nicht. Hier ist kein Schalter, ist da jetzt irgendwo. Jetzt bin ich. Hilfe! Rockdox! Ja, zu spät. Du hast mich erledigt. So, und wie geht diese scheiß Tür von dem scheiß Aufzug jetzt auf? Verflucht nochmal. Wir fahren jetzt erstmal weg. Irgendeinen Knopf drücken, Bina? Eigentlich hatte ich die eigentlich eh. Wenn's nur geht, eh ist der einzige, so ziemlich einzige Interaktion. Oh Mann, ey. Aber da war jetzt nichts. Also ich konnte. Doch, da war was. Da war meine Frau. Ja, die du tot gemacht hast. Ich habe ein ganzes Magazin auf sie entleert. Und dann ist sie dann doch irgendwann mal umgefallen. Es kann vielleicht daran liegen, dass der Aufzug nicht gegangen ist, weil ich gerade runtergefahren bin. Mhm. Ach, eure komischen Theorien, ey. Ey, ich brauch echt erstmal eine Woche Urlaub, ey, nach dem Spielen hier. Kannst du dich nicht einfach mal ein bisschen, auch mal ein bisschen hier so ein bisschen... Juhu! Hast du die Biene erschossen? Ja! Mone. Also, wir sind jetzt am Ende dieser dritten Episode, dieses Nachhilfelehrer-Dings. Ende der dritten Episode dieses Nachhilfelehrer-Dings. Sind wir jetzt, wollte ich sagen, ja. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ihr lasst uns ein Like da, ganz viele, und... Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.